أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Der Islam gehört nicht nur zu Deutschland, sondern ist mittlerweile ein mitprägendes Element in Deutschland. Ja, ich war heute zum ersten Mal hier bei dieser Veranstaltung und war sehr begeistert von den Vorträgen, auch von der Idee, dieses interkulturelle Zusammenkommen. Das war sehr bereichernd. Ich glaube, weniges kann so stark zeigen, wie der Islam und alle muslimischen Münchnerinnen und Münchner zu München gehören. Der Islam gehört zu München. Ich denke, dass Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, was wir besser machen können. Für das Miteinander, für unsere Münchner und für uns auch als Münchnerinnen und Münchner, unabhängig davon, welchen Glaubens wir sind. Ich fand, dass heute die Veranstaltung von den Inhalten her sehr gelungen war, mit den Themen auch als Schwerpunkt muslimische Seelsorge. Dann die Geschichte der Moscheen in München und auch die Geschichte der muslimischen Frau in München. Was ist das Besondere? Warum ist es hier wichtig, von islamischer Seelsorge zu reden, wo wir andere sagen, okay, wir können das auch mit interkulturellen Kompetenzen auch lösen? Das ist nicht der Fall. Es geht hier um eine zentrale Aufgabe. Deswegen sage ich nochmal, nicht jeder kann das machen. Es geht um diese Übersetzungsarbeit für die deutsche Realität. Tolle Atmosphäre. Das hat mich echt beeindruckt, auch zu sehen, dass der Muslimrat sehr gut vernetzt ist, dass die Leute sehr gut drauf sind, sozusagen etwas für die Präsenz der Muslime und für die Stadt auch, München, was Konstruktives zu machen. Ja, also ich fand es eine sehr gelungene Veranstaltung mit einem unglaublich bunten Programm, sehr unterschiedlichen Aspekten, die auch die Wirklichkeit der Muslime in München gut widergespiegelt haben.